Hallo und herzlich willkommen zu unserem sechsten Community Talk von Jugendtakt. Ich bin Mechthild und habe heute die schöne Aufgabe, mit Johannes etwas zu plaudern, und zwar zum Thema Beethoven Recomposed, ein audiovisuelles Konzert für Menschen mit oder ohne Einschränkung. Das Ganze ist nämlich mit V4 programmiert und super spannend. Ja, hallo Johannes, schön, dass du heute bei uns bist an diesem sehr heißen Tag. Wie geht's dir? Mir geht's gut, seitdem ich vor 5 Minuten hier nochmal einen Ventilator aufgestellt habe neben mir. Ja, wunderbar. Vielleicht sehen wir zwischendurch noch dein wallendes Haar im Wind, vom Winde verweht. Ich hoffe, dass wir draußen auch ein paar Interessierte gefunden haben, die sich an den technischen Geräten aller Arten hier versammeln, um dir zuzuhören, was du eigentlich zu erzählen hast. Ja, Johannes, du kommst von Schnelle bunte Bilder und mich würde interessieren, was ihr da eigentlich macht. Und vielleicht kannst du dann später natürlich noch zu dem Projekt Beethoven Recomposed was sagen. Ja, schnelle bunte Bilder. Für den Fall ist es immer ganz dankbar, ein kurzes Video zu zeigen, was wir so machen, weil es gar nicht so einfach ist, immer zu erklären, womit wir den ganzen Tag unsere Zeit verbringen. Also wir sind ein Studio, versuchen es immer zusammenzufassen, ein Studio für Animation und Interaktion hier in Berlin. Und wir arbeiten an verschiedensten Installationen, Performances, für Museen, für kulturelle Einrichtungen, für die Wissenschaft. Und das kann am Ende mal ein Exponat sein im Konrad-Zuse-Museum in Hoyerswerda, was sich über Computerchips sich damit befasst oder erklärt, wie Programmieren funktioniert. Darauf gehe ich später nochmal, würde ich kurz was erzählen. Oder auch Erklärfilme oder Dinge, die irgendwie die komplexe Welt erklären oder versucht irgendwie Wissen dazu beizutragen, dass es eine bessere Welt wird. Also das ist so unsere Mission. Und das Ganze natürlich mit digitalen Mitteln. Passt ja dann super zu uns. Da haben wir uns ja gefunden. Das ist ja wie Faust aufs Auge mit Code die Welt verbessern. Das ist super schön. Ich wollte noch an unsere interessierten Zuhörerinnen und Schauerinnen noch informieren, dass ihr natürlich nachher auch die Möglichkeit habt, noch Fragen zu stellen hier im Chat. Und die werden dann zu mir eingespielt und ich kann sie dann vorlesen und Johannes auch noch stellen. Das macht der liebe Philipp da drüben, unser Community Manager, der sich hier im Hintergrund um die Regie kümmert. Genau, Johannes, du hast gesagt, am besten zeigt man ein Video oder eine kleine Präse. Wollen wir damit anfangen? Sehr gerne. Genau, und ich habe versucht, gerade eine geschickte Überleitung zu machen, nicht nur, was wir machen, sondern wer wir eigentlich sind, weil das Ganze machen ja die Computer nicht von selbst, sondern wir sitzen da Tag und manchmal auch ein bisschen Nacht dran und versuchen, die Sachen dann zu programmieren und zu gestalten. Und wir sind sozusagen ein Team aus, inzwischen sind es 7 feste digitale Künstlerinnen. Wie auf dem Bild seht ihr, das ist ein ziemlich altes Bild leider noch, was unser Mitarbeiter Max, also unser Praktikant, der letzte gezeichnet hat für seinen Praktikumsbericht, was auch ziemlich gut zeigt, wer wir jetzt eigentlich sind. Also fester Kern, schon längere Kern sind die alle schwarz angezogenen Herren hier. Und dazu kommt noch die Anni, ist schon seit einer Weile bei uns. Danach kam der Felix noch dazu und das jüngste Mitglied ist der Niki, der seit so in einem Jahr bei uns noch ist. Und wir sind alle, wir haben alle Mediendesign studiert oder Medienkunst, digitale Kunst und sind so mit einem Herzen Coder und mit dem anderen Herzen Gestalter und sitzen ganz viel zusammen und konzipieren und programmieren. Und wie schon erwähnt, machen wir so zwei Standbeine oder vielleicht drei, also neben Animation, vielleicht können wir später noch was zeigen, würde ich heute mal versuchen, vielleicht so ein Beispiel erstmal zu bringen, um nochmal ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, was wir denn so machen. Wie schon erwähnt, arbeiten wir ganz viel so mit Museen zusammen und ich dachte mir, ich bringe mal ein Projekt mit, was auch wie die Faust aufs Auge passt, nämlich eine Installation für das Konrad-Zuse-Museum, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Und da war die Aufgabe, dass man irgendwie versucht, möglichst niederschwellig und möglichst einfach zu erklären, was eigentlich Programmieren ist. Und herausgekommen ist dieses
diese Installation. Und ich spiele mal das Video dazu ab und erkläre mal ein bisschen, was man da sieht. Und zwar ist es ein bisschen zweigeteilt. Also man hat überlegt, okay, wie kann man möglichst einfach erstmal diese Idee von Coden, von Code-Blocks, die man miteinander kombiniert und damit ein Programm schreibt, irgendwie erklärt. Und da haben wir die Idee von so einer Art Lego-Stein, die man so miteinander kombinieren kann. Es gibt verschiedene Zeilen. Und die Installation erkennt, was ich da drauf lege. Erkennt, wie ich vielleicht noch Sachen kombiniere. Also zum Beispiel sage, mache eine bestimmte Sache, zum Beispiel hoch und runterfahren, 4-mal. Und dann kann man sich sozusagen so ein kleines Programm selber zusammenbasteln, indem man so Steine Lego-artig zusammenpackt und kombiniert. Und während man das macht, kann man auch noch ein bisschen dran drehen zum Beispiel und kann man irgendwie einstellen, wie schnell Dinge passieren sollen oder wie viel Grad sich etwas drehen soll. Und das Ganze ist nicht nur Code, sondern es geht ja auch am Ende dann um den Output, was macht dieses Programm. Und das Programm ist dafür da, um einen kleinen Druckkopf loszuschicken, einen kleinen Stift, der auf einem großen Papierblatt Sachen malt. Also es ist ein Plotter, der dieses Programm dann live ausführt. Und während es live ausgeführt wird, kann man auch noch so Sachen ändern daran und Sachen anpassen. Also es ist sozusagen so ein spielerischer Ansatz für jung und alt, für Leute, die sich schon ein bisschen mit Code und Programmieren beschäftigt haben, aber für Leute, die auch überhaupt keine Ahnung haben, was das ist, das zu vermitteln und einfach so ein kleines Spielzeug fast schon anzubieten, mit dem man das so spielerisch erfahren kann. Das ist ja schon ziemlich cool. Mir fällt gerade ganz spontan die Frage ein, wie seid ihr darauf gekommen, das wirklich so fassbar und umsetzbar zu machen? Das ist eine gute Frage. Wir haben, also Teil unserer Arbeit oder ein großer Teil unserer Arbeit ist schon das Arbeiten zusammen mit Kuratoren und Kuratorinnen, mit denen wir halt erstmal so überhaupt erstmal irgendwie ins System einarbeiten und von denen Ideen bekommen. Und ein Input war, dass der Konrad Zuse auch so einen Computer oder den Computer, den er entwickelt hat, auch dafür genutzt hat, dass um Sachen zu malen, zum Beispiel Schnitte zum Nähen wurden da mit Maschinen auch in den 70ern schon gezeichnet. Und das war so ein bisschen die Inspiration, dass wir sagen, okay, wir wollen Programmieren erläutern, aber nicht nur irgendwie zum Selbstzweck, sondern warum bieten wir nicht den Besucherinnen in der Ausstellung sogar auch ein Tool an, um selber Bilder zu malen mit Programmcode. Also ja, es ist inspiriert eigentlich sogar von der Arbeit von Konrad Zuse und damit umso passender für das Konrad Zuse Museum sowas dann auch zu machen. Genau. Und das war praktisch so das eine Thema und wir machen ganz viele Installationen von Museen, alles was so ein bisschen über Touchscreen-Anwendung hinausgeht, Tracking und so weiter, sind Mittel, mit denen wir da arbeiten. Und das sind die gleichen Werkzeuge benutzen wir auch, um für Live-Events spannende Inszenierungen zu machen oder Dinge anders zu erzählen, als sie normalerweise auf einer Bühne erzählt werden. Immer mit einer Brise digitalen natürlich. Das kann mal ein Laser sein, das kann mal eine LED-Wand sein, LED-Streifen oder es kann einfach nur eine Projektion sein. Und das ist sozusagen eigentlich eine ganz gute Überleitung vielleicht jetzt zu dem Projekt, weswegen wir heute ja eigentlich auch uns zusammengeschaltet haben, nämlich dieses Projekt Beethoven Recomposed, was wir Anfang des Jahres gemacht haben. Ja, erzähl mal ein bisschen davon. Das ist ziemlich spannend. Es geht ja darum, Musik sichtbar zu machen für Menschen, die eingeschränkt sind, die nicht ein super Gehör haben, vielleicht sogar gar nicht hören können. Wie ist es zu dem Projekt gekommen? Klingt ziemlich spannend. Und wie kann man 30.000 Noten animieren? Genau, also zu dem Projekt gekommen sind wir aufgrund einer Anfrage vom WDR. Eine Redakteurin von WDR hat uns angefragt, ob wir Lust hätten, an dieser Herausforderung so teilzunehmen. Also man muss ja sagen, das ist ja schon ziemlich ambitioniert, zu versuchen, also schafft man es, Bilder so, also Musik so in Bilder zu übersetzen oder in Licht, dass da jemand, ein Mensch mit eingeschränktem Gehör oder ein gehörloser Mensch wirklich versteht oder ansatzweise fühlt oder versteht, was da in der Musik passiert. Und das ist, ja, wir fanden das eigentlich eine ziemlich spannende Herausforderung. Wir haben vorher schon Musikvisualisierung
gemacht, aber noch nie mit diesem krassen Fokus, dass es auch so möglichst scharf und klar ersichtlich sein sollte, was da in der Musik passiert. Also dass auch, dass man auch mit, ja, dass man halt wirklich versucht, die Noten möglichst eins zu eins zu übersetzen und nicht nur die Noten, sondern auch die Gefühle oder die Bildwelten, die da vielleicht im Kopf entstehen, wenn man die Musik hört oder hören würde. Und hier sieht man schon mal so ein kurzes Bild von dem Abend in der Kölner Philharmonie. Und was man darauf sieht, ist, dass wir dann am Ende von der Konzeptphase irgendwann darauf gekommen sind, dass wir irgendwie zwei Dinge brauchen, um das Ganze zu erzählen. Also das eine ist, was ich eben schon erwähnt hatte, irgendwie wollten wir vermitteln, was so wie Musik sich anfühlt oder wonach Dinge klingen. Und das ist dann eher so vielleicht eine emotionale Ebene, eher sowas wie, das klingt jetzt gerade schnell oder laut oder warm oder kalt oder eher aggressiv oder eher lieblich. Also eher so assoziative Elemente. Und die haben wir versucht, mit einer großen abstrakten Projektion zu zeigen. Und dazu gibt es noch in unserem Setup, was wir dann gewählt haben, nochmal so 6 LED-Streifen, die so eine wahnsinnige Leuchtkraft haben. Also die sind extrem hell und haben vor allem halt sehr viel Kraft, wenn man die anschaltet. Und das Mapping bei der Sache war dann so, dass wir geschaut haben, immer wenn in dieser Flucht von den LEDs ein Instrument gespielt hat, wurde das 1:1 hier angezeigt, wie so eine Lichtorgel. Also das war eher so der didaktische Layer, eher so abstrakt, groß, Licht. Und hier in der Mitte war das eher die Geschichte, die wir erzählt haben. Genau, und am besten zeige ich auch hier einfach mal vielleicht ein kurzes Video, um euch mal so vielleicht die Bildwelten zu zeigen, was da so passiert oder passiert ist während der Show. Und ich starte mal diesen Clip hier. Es ist praktisch ein Zusammenschnitt aus so den besten Szenen oder den spannendsten Szenen. Und wie ihr seht, haben wir da so ganz verschiedene Elemente gewählt. Also mal gibt es so eher so Schnüre, die sich ganz schnell durch die Gegend meandern oder Tücher, die sich umwickeln. Mal eins, mal mehrere, dann Felsen oder eher große Bänder. Und genau, und das Ganze ist sozusagen ein zweistündiger Flug durch die Musik von Beethoven gewesen. Also man hat zwar nicht 1:1 Stücke von Beethoven, sondern der Komponist, mit dem wir gearbeitet haben, Stefan Behrisch, hat sich von Beethoven inspirieren lassen, von seinem ganzen Werk und insgesamt 3 Stücke geschrieben hat, die alle, insgesamt war dieser Teil war dann 1 Stunde, auch eine Art Geschichte erzählen. Und wir haben versucht, für jede Sekunde und für jede Note und für jedes Element eine grafische Entsprechung irgendwie zu entwickeln. Es ist ziemlich spannend. Als ich zuerst die Animation gesehen habe, habe ich im ersten Augenblick gedacht, also diese Midien zum Beispiel, die stehen für ein Saiteninstrument. Was dann aber gar nicht, also das wäre so die erste Annahme gewesen. Also da habt ihr auch tatsächlich nochmal anders dann nicht das Offensichtliche animiert, sondern dann, was du gesagt hast, vielleicht auf Gefühle, Sachen, die im Kopf passieren, abgezielt. Das fand ich ganz spannend. Woher habt ihr denn da eure Inspiration gehabt? Wir hatten mit dem Stefan Behrisch hier einen Workshop gemacht in Berlin während der Konzeptphase. Und es war ziemlich spannend, weil so ein Komponist, der redet schon so in ähnlichen Vokabeln wie wir als Gestalterin. So. Also wenn wir halt über Musik nachdenken, dann haben wir, oder wenn wir halt in Bildern denken, dann denken wir auch zum Beispiel, das ist eher spitz oder scharf oder rot oder aggressiv. Und in dem Workshop kam heraus, dass wir haben vorher die Musik schon da gehabt und viel gehört vorher und uns so Notizen gemacht. Und während wir uns dann mit ihm unterhalten haben, haben wir festgestellt, okay, die Assoziationen, die wir hatten, sind auch oft sehr deckungsgleich mit den Ideen, die dann Stefan Behrisch auch hatte, wie sich das da auch für ihn anfühlt in dem Part in der Musik. Ob das eher edel ist oder eher traurig oder eher glücklich. Und dann haben wir halt ganz viel, zum einen natürlich irgendwie diskutiert, was könnte passen. Und natürlich haben wir auch so ein bisschen in unserer Werkzeugkiste gewühlt, was haben wir denn so für Echtzeit-Tools,
zum Beispiel eine Stoffsimulation, die in Echtzeit funktioniert, oder Bänder, die in Echtzeit irgendwie vielleicht auf den Sound reagieren können, oder Felsen, die fallen können und so weiter. Also wir haben natürlich einmal geguckt, was haben wir parat, um vielleicht Sachen zu erzählen, was kann man in Echtzeit erzählen, weil das war natürlich die große Herausforderung, dass es am Ende kein vorgerendeter Film sein sollte, der dann eine Stunde abgespielt wird, sondern dass es eine Echtzeitbespielung ist, die auf die Musik reagiert. Also mal spielt an dem Tag vielleicht die Geige ein bisschen lauter, die erste, oder vielleicht sind die Pauken mal ein bisschen versetzt oder ein bisschen lauter oder leiser. Und deswegen arbeiten wir überhaupt ja auch bei solchen Bespielungen immer mit Echtzeit, um auch vielleicht noch kurz vorher noch kleine Anpassungen zu machen in der Bespielung. Genau, also man muss sagen, das ist vielleicht schon mal so ein kleiner Hinweis, das ist alles kein Film, was ihr da jetzt seht oder gesehen habt, sondern es ist alles in Echtzeit ablaufender Code, Algorithmen, die wir vorher über die Stunde praktisch verteilt haben und verknüpft haben mit Noten. Wow, das klingt ziemlich abgefahren. Also du hast ja schon so ein bisschen verraten, dass das Code ist. Den habt ihr in V4 geschrieben. Dazu erzählst du uns gleich auch noch was und zeigst uns auch noch was. Viele wissen vielleicht von euch da draußen, und ich meine, ihr wusstet es ja dann vielleicht auch irgendwann im Projekt, dass Beethoven selbst ja im Laufe seines Lebens sein Gehör verloren hat und dann verrückterweise weiter komponiert hat, obwohl er tatsächlich seine Musik nicht mehr hören konnte. Er hatte sie nur im Kopf. Hat euch diese Vorstellung davon irgendwie beeinflusst bei eurer Arbeit und bei dem Kreieren und Coden? Auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall so ein spannender, stärkere Herausforderung bei dem Projekt, weil man vorher konnte man Sachen, haben wir Sachen ganz oft schon animiert und programmiert, so dass sie schon funktionieren zur Musik, aber man hat ja auch, wir sind immer davon ausgegangen, dass der Mensch, der sich das anschaut, auch gleichzeitig Musik hört. Und das war natürlich bei dieser Arbeit auf jeden Fall die größte Herausforderung. Und deswegen sind wir zum Beispiel dann auch dazu übergegangen zu sagen, okay, wir wollen jetzt hier nicht nur eine LED-Bespielung oder nicht nur eine Projektion, sondern wir brauchen irgendwie beides. Wir brauchen etwas, was vielleicht relativ ganz klar kodiert ist, dass man wirklich erstmal versteht, wie die Noten funktionieren und immer wirklich in dem Moment, wo das Klavier spielt, wirklich auch eine Lichtentsprechung passiert, immer, jederzeit. Also dass es nicht nur mal passiert, sondern dass es relativ stringent durchgängig passiert. Und dazu wollen wir aber trotzdem auch noch diese ganze emotionale Ebene haben. Also das war so, ich glaube, sonst wären wir gar nicht so zu diesem Setup gekommen, wie es am Ende jetzt war, wenn das nicht so die Aufgabe gewesen wäre, dass wir sagen, okay, jede dieser Noten, jede dieser 30.000 Noten sollte irgendwie einen Lichtimpuls an irgendeiner Stelle unsere Bespielung hervorrufen, damit man da immer eine Entsprechung hat. Also kein Ton soll verloren gehen, sozusagen, visuell. Und ich habe ja euch gerade so einen Clip gezeigt und ich würde euch gerne nochmal vielleicht so ein, zwei Beispiele zeigen, wo man das vielleicht ganz gut ein Gefühl dafür bekommt, wie wir die Verzahnung gemacht haben. Also wenn ein bestimmtes Instrument spielt, was dann im Visuellen passiert. Und dafür habe ich euch nochmal so drei Clips rausgesucht, die das vielleicht ganz gut zeigen. Und ich würde jetzt mal mit dem ersten Clip mal anfangen und vielleicht gar nicht so viel erzählen dazu, sondern mal gucken, dass auch im Sound, dass ihr einfach mal hört und seht, was da passiert, wenn in der Musik Dinge passieren. Okay, spiel's mal ab. Okay, ich hoffe, ihr habt jetzt auch Dinge gehört, weil ich gerade selber durch das Setup mir nicht sicher sein kann, dass das so war, aber das wäre natürlich jetzt ziemlich spannend. Ansonsten wäre es auch ein cooler Test, um mal die Probe auf Exempel zu machen, wie sich das so anfühlt für jemanden, der das nicht hört. Die Inspiration da war, wie ihr gesehen habt, dass man sozusagen so eine Art Strings hat, also Bänder, und an diesen Bändern werden einzelne Töne emittiert und die zupfen an den einzelnen Bändern. Und immer dann, wenn der Ton erzeugt wird, entsteht sozusagen so eine Kugel oder verschiedenste Kugeln als Partikel
und zupfen an den Bändern. Und das ist auch ein Stück in der Musik, in dem Konzert gewesen, was relativ ruhig war und erstmal so ein Einstieg war in das ganze Thema. Und ich gehe mal gleich mal in das nächste Beispiel und zeige euch das, weil das ist schon mal kommt zum viel späteren Teil des Stücks. Und es ist ein schöner Kontrast zu dem, was wir vorher gesehen haben. Passiert ziemlich viele verschiedene Sachen, wie ihr gesehen habt. Ich klicke mal hier, ich spiele es nicht ab, sondern ich klicke mal einfach mal in meiner Präsentation mal zu einzelnen Stellen, um da vielleicht mal kurz was zu erzählen, was da so die Inspiration war und was da in der Musik passiert. Also das Ganze fängt relativ freundlich und fröhlich an und deswegen haben wir da eher so was Luftiges, Helles gewählt. Und dann irgendwann kommt so ein Moment, wo die Musik so was Fallendes hat. Also die Töne fallen nach unten gefühlt und es wird irgendwie alles ein bisschen düsterer und dunkler. Und das ist auch der Moment, wo wir dann in der Bespielung, ich springe hier mal hin, habt ihr gesehen, dass dann fallen auf einmal von oben große dreidimensionale so Felsen nach unten und Töne fallen nach unten und alles wird dunkler und ein bisschen, genau. Muss man sich so aufpassen, ob man nichts abkriegt. Genau, man muss ein bisschen aufpassen, aber jetzt bin ich hier und rutsch. Genau, also man muss ein bisschen aufpassen, wird es dunkler und gefährlicher. Und in dem Moment führen wir auch nochmal so ein neues Element ein. Und das sind so auch wieder so eher so die zupfenden Elemente und die Strings. Das sind so Bänder, die so jedes Mal, wenn ein Ton gespielt wird in der Partitur, dann auch so anfangen zu wackeln und zu zupfen. Und es ist eher so mystisch und dunkel. Also deswegen habe ich diese Szene mal rausgenommen oder als Beispiel genommen. Da sieht man so ganz schön so einen Wechsel von den Stimmungen, von so ganz hell hin zu etwas Düsterem. Eigentlich alles gesagt bei der Szene. Und das letzte Beispiel ist nochmal so eine richtige Steigerung, würde ich sagen. Ich spiele es einfach erstmal ab und dann würde ich auch nochmal kurz erzählen, was da passiert. Und los. Da geht es ganz schön ab. Und zwar ist das so eine Stelle, die ist so eigentlich am Ende so auch im Stück so einer meiner Lieblingsstellen geworden. Die ist halt, die geht schon so in eine Richtung, fast schon so was, obwohl es klassische Musik ist, fast schon so eine Richtung so elektronisch und sehr, sehr, sehr rhythmisch ist die. Und da hat sich der Max, der sich bei uns mit der Szene befasst hat, hat sich, ich gehe mal kurz zurück, entschuldigt, hat sich dann sozusagen überlegt, dass man das auch in dem Fall so stroboskopartig erzählt. Also dieses ganze Flackern und dieses Treibende und Rhythmische, dass man das auch in der Musik, von was aus der Musik kommt, aufgreift und dann auch die Visuals, sowohl die Projektion als auch die LEDs, da ganz, ganz doll knallen und hell werden und flackern und dass es dann schon so ein stroboskopartiger Moment dann wird. Und hier bei der Szene habt ihr auch, glaube ich, am besten erstmal von diesen drei Beispielen gesehen, wenn ihr mal auf die LEDs guckt, dass dann da auch immer so große Flächen erzeugt werden, immer dann, wenn hier in dem Bereich dann ein Instrument spielt oder hier die Geiger gerade in dem Moment, in diesem Frame, wild Noten spielen. Sozusagen, da sieht man ganz schön so dieses Paket so aus Projektionen und LEDs. Ja, super spannend. Ich will noch mal ganz kurz anmerken, dass ihr da draußen an den Geräten natürlich immer noch die Möglichkeit habt, auch Fragen direkt an Johannes zu posten und ich lese sie dann vor und Johannes wird sie dann beantworten und Johannes kann gleich noch, wird gleich noch ein bisschen weiter erzählen, auch gleich noch zu V4.
als du eben meintest, so, dass es auch gerade dieses Strobokopartige hat mich dann doch so ein bisschen daran erinnert, oder bei mir kam jetzt die Frage auf, würde das mit anderen Musikrichtungen auch so gut funktionieren? Also klar, mir fällt sofort Techno ein, also ne, das mit diesen gibt es ja auch im Prinzip schon Lichtanimationen dazu, aber würde das auch mit, keine Ahnung, mit Rap, Hip-Hop und Rock-Pop etc., würde das auch so funktionieren oder müsstet ihr euch da vom Prinzip was ganz Neues überlegen, zumal da ja noch Text auch dazu käme? Also es würde auf jeden Fall auch, man kann auf jeden Fall auch was machen. Man muss sagen, das ist vielleicht jetzt irgendwie schon das Komplexeste, was wir eigentlich gemacht haben bis jetzt, weil in dem Fall hat man ja diese ganzen Instrumentengruppen und zig Noten, zig Instrumente, die da spielen, also ganz viele Layer, die da zusammenkommen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass in anderen Musikrichtungen weniger Layer sind oder weniger komplexe Sachen sind, aber das war schon das Besondere, dass man halt hier nicht Sachen vom Band visualisiert, sondern dass man da wirklich Menschen hat, die da live spielen und dass man das in der Komplexität auch irgendwie abbildet, wie so ein Beethoven oder in dem Fall jetzt ein Stefan Behrisch, inspiriert von so einem Beethoven, halt dann Noten geschrieben hat. Also ich kann ja euch gleich mal noch, vielleicht ist ein ganz guter Zeitpunkt, zeige ich euch mal ganz kurz mal so einen Einblick in die Noten, in die Partitur, um euch ein Gefühl dafür zu geben, was, wie so die Noten praktisch aussehen, wenn man mal so sich das mal so anguckt auf einem, ja, wenn man so rauszoomt und guckt, was heißt denn das Partitur und was heißt das denn 30.000 Noten? Und dafür, um das überhaupt selber zu verstehen, haben wir ein Tool geschrieben mit V4, mit dem wir sozusagen diese Partitur uns irgendwie erstmal irgendwie so sichtbar machen. Also es ist halt einfach, man kriegt von den Stefan Behrisch, haben wir irgendwie so ein Riesenpaket an MIDI-Noten bekommen, was ziemlich cool war und ziemlich spannend war, weil sonst haben wir eigentlich bei klassischen Konzerten immer mit einfach mit Live-Sounds, nur komplett Live-Sounds gearbeitet, mit verschiedenen Mikrofonaufnahmen sozusagen. Und in dem Fall hatten wir wirklich so jede einzelne Note als einzelne Note auch da. Und das Besondere war, dass wir das Orchester dazu bekommen haben, dass die auf Click-Track spielen. Das heißt, dass die, dass wir haben ja dieses Tool, ich spiele mal kurz ab, mit dem fahren wir praktisch live während des Konzerts durch die ganzen einzelnen Noten durch und immer wenn eine Note getriggert wird, kriegen wir ein Signal bei uns im System. Und damit das synchron ist mit dem Konzert, haben die ganzen Orchesterspielerinnen immer so einen Takt gehabt, ein Metronom auf dem Ohr und exakt gleich synchron zu unserer Timeline gespielt. Das heißt, immer wenn, wir konnten uns sicher sein, jedes Mal, wenn hier ein kleiner Balken steht, also sprich eine MIDI-Note kommen soll, hat auf magische Weise immer in dem Moment auch wirklich dann die Geige zum Beispiel auch wirklich einen Ton gemacht. Also es war, wir haben zusätzlich Mikrofonaufnahmen gehabt, aber das war eigentlich so der Kern und das Besondere jetzt von dieser Show, dass wir jedes einzelne Instrument da hatten und uns, wie gesagt, auch vorher so ein Tool geschrieben haben. Und da seht ihr jetzt schon mal V4. Jetzt zeige ich mal, dachte ich mir, das ist vielleicht ganz spannend, mal so ein bisschen unter die Haube zu gucken von unserem Tool, mit dem wir gearbeitet haben. V4 ist ein Programm und eine Programmiersprache oder eine Programmierumgebung, mit der man verschiedenste Dinge machen kann. Also eigentlich alles Mögliche machen kann. Und das, der Kern da oder Kernansatz ist es, Node-basiertes Programmieren ist, also visuelles Programmieren ist. Also man hat hier so kleine Nodes, so ähnlich wie Lego-Bausteine und die sind verbunden durch Links, also durch Verbindungen und wenn man das irgendwie in einer sinnvollen oder auch vielleicht manchmal nicht so sinnvollen Reihenfolge einfach mal macht, spielerisch macht, dann passieren da so Dinge. Also das heißt, dieser Node, der für einen bestimmten Programmieraufgabe steht, programmiert was und übergibt sein Ergebnis an den nächsten Knoten. Und in dem Fall sind das mal so drei kleine Clips, die mal so zeigen, wie wir die Partitur zerlegt haben und für uns ausgelesen haben. Also das eine Beispiel hier oben ist, man sieht dann, die Note der Strich fährt hier so lang und immer wenn da so eine Note passiert, kriegen wir hier sozusagen so Informationen, welche Note das ist, wie lang die Note angeschlagen ist und wie stark die angeschlagen wurde. Und mit dem gleichen Tool haben wir dann zum Beispiel auch noch überlegt, dass es noch ganz spannend wäre, so einzelne Noten zum Beispiel zu selektieren. Also zu sagen, okay, gib uns mal ein besonderes Element, wenn diese fünf Noten kommen. Weil gerade bei Beethoven
zum Beispiel mit diesem berühmten 5. Symphonie-Thema, so mit sagt man, okay, da wollen wir was Besonderes machen. Und das sind diese 5 Noten in der Partitur. Und damit haben wir zum Beispiel seine Selektion erzeugt und gesagt, okay, da hängen wir jetzt was ganz Besonderes dran. Und genau. Und wir hatten dann erstmal hier natürlich so ganz viele kleine Zahlen, die alle für Noten und so stehen. Und dann kam der nächste Schritt, dass wir überlegt haben, okay, was machen wir damit? Und da springe ich jetzt nochmal kurz zurück und zeige euch nochmal diese, das hier. Und zwar, das war der Moment, wo wir gesagt haben, okay, was können wir jetzt mit V4 für Bildwelten erzählen? Was geht in Echtzeit? Wir wollen ja keine Filme, sondern wir wollen ja in Echtzeit, je nachdem, wie die Musiker an dem Tag auch spielen, die Sachen anders aussehen lassen. Und da haben wir im Endeffekt dann aus so 3 Bildwelten geschöpft. Das eine ist so Tücher, generative Tücher, also eine Stoffsimulation. Dann noch eine zweite Simulation, die ähnlich ist. Und zwar ist das auch eine Stoffsimulation, aber eher so Bänder. Und das dritte, was ihr auch schon gesehen habt, ist so wesentlich abstrakter nochmal. Das sind so ganz viele verschiedene Elemente. Kugeln, Linien, Steine und so weiter. Und immer wenn eine Note kommt, schießt hier so ein weißer Balken durchs Bild oder wird eine Kugel erzeugt oder an so ein Band gezupft. So. Genau, das ist sozusagen so das Tool und das Grundprinzip, mit dem wir da gearbeitet haben. Und praktisch alles auf MIDI-Notenbasis. Und dazu haben wir auch noch Mikrofone gehabt, die sozusagen live auch nochmal hören, wie Sachen gespielt werden, um dann alles so ein bisschen anders aussehen zu lassen. Also wenn wir das jetzt nochmal irgendwo aufführen würden, würde jeder Abend auch ein bisschen anders aussehen, weil das alles in Echtzeit generiert wird und die Musiker haben einen guten Tag oder einen schlechten Tag, spielen Sachen vielleicht ein bisschen doller oder dann doch nochmal irgendwie einen Einsatz, dann doch vielleicht ein bisschen zu spät oder zu früh. Und das macht dann das Ganze eigentlich also besonders, also dieses Live-Event dann aus, dass dann jeder Abend auch ein bisschen anders klingt und wir theoretisch auch kurz vorher mit diesem Tool auch nochmal so Sachen vielleicht anpassen könnten. Also das ist der Grund, warum wir V4 lieben, so als Tool zum Arbeiten in solchen Projekten. Was ist denn genau V4? Ist das Open Source? Oder ne, wenn jetzt jemand, eine von unseren Zuschauerinnen oder ein Zuschauer von Jugendhack das gerne mal so nachbauen möchte, wie kann man sich V4 besorgen? Was ist das? Und warum habt ihr euch für V4 entschieden? Also ich habe ja mit dieser Frage gerechnet und deswegen noch diese Folie noch vorbereitet. Und das ist, und in dem Moment würde ich sagen, gehe ich sogar, versuchen wir mal ein kleines Experiment. Und zwar, ich gehe mal raus aus meiner Präsentation und zeige euch mal, einen Moment, zeige euch mal, was V4 ist, sogar live. Und zwar, also was ich gerade offen hatte, war die, ihr müsstet ja meinen Bildschirm sehen. Und zwar, das war die Webseite von V4, die neue Webseite, die gerade gar nicht relativ jung ist. Die heißt visualprogramming.net. Und V4 ist, wie schon erwähnt, eine visuelle Programmiersprache. Im Moment gibt es 2 Arten von V4, kann man sagen. Das eine ist V4 Beta. Das ist auch das Tool, was wir genutzt haben für diese Show. Und schon seit einer Weile in Entwicklung und immer voller mit neuen Funktionen und immer schön anwachsende und eigentlich auch wirklich auch die Zukunft ist V4 Gamma. Und das ist praktisch eine Programmierumgebung, mit der man programmieren kann durch Nodes oder man könnte auch Code schreiben, C-Sharp-Codes oder Shader-Codes, Shader-Code benutzen, also DirectX 11 zum Beispiel. Und genau, und wenn ihr euch irgendwie dafür interessiert, dann würde ich euch empfehlen, einfach mal auf die Seite zu gehen, also visualprogramming.net. Und dort könnt ihr die 2 Versionen runterladen. Und wenn ihr das getan habt und geschaut habt, dass ihr dann irgendwie vielleicht noch so 1-2 Contribution heißt das, also so Plugins könnte man es auch nennen oder Erweiterungen installiert habt, dann könnt ihr da echt die verrücktesten Sachen machen. Und ich dachte mir vielleicht, ich das irgendwie jetzt auch groß zeige oder ob ich ein Video irgendwie abspiele, zeige ich euch mal, dass am Programm selbst ein so ein Beispiel oder ein Beweis sozusagen, was in Echtzeit möglich ist. Also in dem Fall habe ich mal eine Contribution rausgesucht von Nathan, der hat
praktisch an einer Simulation programmiert, um Stoff zu simulieren. Also wie Stoff sich verhält, wenn der hängt oder wenn der schwebt, wenn mehrere Bänder sich bewegen, daran hat er programmiert und das zur Verfügung gestellt. Das Ganze ist free for non-commercial use, also for free im Allgemeinen, kann jeder runterladen, benutzen und erst dann, wenn er irgendwann mal vielleicht damit Geld verdient, weil vielleicht jemand Museum oder irgendein Job ansteht, dann sollte man halt eine Lizenz kaufen, aber bis dahin kann man alles kostenfrei benutzen. Also es ist sozusagen komplett erstmal frei und man kann damit rumtüfteln und rumprobieren und rumspielen, solange man will. Das passt ja gut zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, das Tüfteln, genau. Zeigst du uns mal so ein bisschen, wie sowas funktionieren kann? Genau, es startet gerade noch und ich schiebe jetzt gleich mal dieses Fenster hier rein. Da seht ihr mal V4, nicht erschrecken. Und das Ergebnis davon, das ist sozusagen das ist ein Help-Patch von dieser Contribution von Nathan. Und ich habe das deswegen rausgesucht, weil im Kern seht ihr da eigentlich ähnliche Elemente, wie wir auch bei uns bei Beethoven benutzt haben. Also man sieht... Ja, stimmt. Die Strings sind da, die Kugeln sind da. Genau. Und eigentlich ist alles da. Dann rieselt hier auch währenddessen wir uns erhalten, auch in Echtzeit hier auch so kleine Partikel runter, die auf dem Boden sich sammeln und dort auch so kollidieren mit dem Boden. Also es ist sozusagen so eine 3D-Echtzeit-Simulation von Physics, also von physikalischen Sachen. Und das Ganze wird vorgegeben oder erzeugt von diesem Programm hier, was ihr hier seht. Also das ist ein Help-Patch. Von denen gibt es zum Glück, und das macht halt V4 so besonders und echt, das ist super dankbar als Einstieg. Also ich habe auch im Studium angefangen, V4 zu benutzen. Und es gibt eigentlich fast zu jedem Knoten gibt es irgendwie eine kleine Erklärung oder einen Help-Patch, der einem so ein bisschen den Einstieg erleichtert. Also wenn man es einmal installiert hat und mal startet und dann auch noch ein paar Contributions sich runtergeladen hat, sollte man einfach dann mal ein paar Help-Patches sich aufmachen und mal gucken, was da die Community sozusagen an Beispielen produziert hat, um zu verstehen, was da so passiert. Und jetzt habe ich natürlich gleich noch mit einem ziemlichen Brocken da angefangen, weil es ein ziemlich komplexer Patch. Und es ist in dem Fall auch V4 Beta. Und wenn ihr vorhabt, jetzt morgen anzufangen, so 3D-Grafiken und so verrückte Sachen zu machen, wie ich da vielleicht gerade gezeigt habe, dann würde ich auch sagen, installiert euch immer Beta und ladet da so verschiedene Contributions runter, wie zum Beispiel Superphysical von Michael, der bei uns arbeitet, der da so eine 3D-Engine gebaut hat, oder ladet euch noch so andere Sachen rum, wie ein Partikelsystem, und dann kann man damit schon echt tolle Sachen machen. Oder, wenn ihr noch ein bisschen warten könnt, dann wird es nämlich bald auch geben für V4 Gamma, und während ich hier rede, überbrücke ich schon die Startzeit für V4 Gamma. Und das ist, sieht erstmal relativ ähnlich aus. Ich ziehe es gleich hier auf den großen Bildschirm. Und das ist auch ein Tool, um mit Nodes Dinge zu programmieren. Und es müsste auch gleich bei euch aufploppen. Vielleicht hast du, Mechthild, aber noch eine Frage in der Zwischenzeit. Ja, also wie lange hast du denn gebraucht, um dir das beizubringen? Das V4 damit umzugehen, du hast ja schon gerade gesagt, du hast im Studium angefangen. Ja, das ging. Wie komplex ist, und das nimmst mir nicht übel, das Studium liegt jetzt ein bisschen zurück und da warst du auch jünger und da war wahrscheinlich auch nochmal eine andere, also vielleicht noch nicht so ganz ausbaldobert, aber genau, wie kommt man da rein? Ist das so für jede Frau und für jeden Jungen, für jeden Mann gut handelbar? Also auf jeden Fall. Also ich habe vorher schon so ein bisschen programmiert, damals so mit Flash und ActionScript 2 und 3, also schon ewig her. Aber wusste so grob, so was man halt so, was so Programmieren ist. Aber V4 war halt echt ein super dankbarer Einstieg, weil man da geht es eher um Logik, aber weniger jetzt darum, dass man jetzt wirklich schon erstmal Code schreiben muss. Sondern man kann da immer noch relativ spielerisch Sachen so kombinieren und zusammenklicken. Und ich kann euch das einfach mal vielleicht mal live sogar zeigen, weil in der Zwischenzeit ist V4 auch gestartet. Also der Workflow ist, dass du halt einfach sagst, okay, du hast halt hier sozusagen diese dunkle Canvas und da klickst du doppelt mal rein und dann kannst du sagen, okay, ich möchte jetzt gerne was rendern. Und in dem Moment, wo ich dann hier draufklicke, wird hier so ein Node erzeugt.
Und auf meinem anderen Bildschirm ist gerade auch noch so ein Fenster aufgegangen, der heißt Renderer. Und jetzt habe ich eigentlich schon das, was ich sonst im Code schreiben müsste, was ziemlich viele Linien von Code wäre, in so 3 Klicks gemacht. Nämlich ich habe ein Fenster erzeugt, in dem ich mir was anzeigen lassen kann. Und ich kann das jetzt verbinden mit verschiedenen Dingen. Zum Beispiel möchte ich ein Viereck anzeigen, also ein Rectangle. Und dieses Rectangle kann ich ganz einfach hier mit 2 Klicks verbinden und zack, habe ich hier in meinem Renderer sozusagen ein Viereck erzeugt. Also das sind so Sachen, die, wenn man das in C-Sharp schreiben würde und in anderen Code-Sachen, schon mehrere Zeilen von Code sind und die muss man alles eingeben und kann sich auch verschreiben. Und das ist halt schon echt super dankbar, so mit V4, dass du da halt dass die Sachen so schön verpackt sind. Und man muss sagen, was halt damals schon cool war und jetzt, würde ich sagen, so noch viel besser ist, ist, dass die Dokumentation, also es gibt halt jetzt auch für Gamma schon extrem viele Beispiele, die einen so den Einstieg erleichtern. Also es gibt ganz viele Beispiel-Patches, die irgendjemand sich mal Zeit genommen hat, für uns sozusagen als Benutzer zu erzeugen. Da geht dann so ein Fenster auf und wenn ich dann anfange, hier rumzuklicken, dann passieren ja gleich total spannende Sachen. Und wenn ich rausbekommen will, wie funktioniert das, dann kann ich mir einfach diesen Code angucken, also diesen Patch, und ein bisschen rumklicken, vielleicht Sachen ein bisschen ändern, ein paar Zahlen anpassen und dann passieren auf einmal ganz neue Sachen. Zu deiner Frage vielleicht nochmal zurück. Also es ist halt, ich war damals im Studium extrem dankbar, dass es halt erstens so ganz viele Beispiele schon gab und dadurch war der Einstieg echt total, es hat total Spaß gemacht, überhaupt erstmal reinzukommen in das Programm. Und es ist halt einfach, wenn man so ein bisschen Angst hat vor Programmieren, so mit Buchstaben und Code schreiben, ist es halt irgendwie auch einfach schön visuell und man sieht so das Programm irgendwie nochmal auf eine schöne Art und Weise, nochmal so ein bisschen anders. Und wenn du aber wirklich Code schreiben willst und einfach das irgendwie dann, wenn du da nicht drum rumkommst oder wenn du einfach da richtig Bock drauf hast, dann kannst du es trotzdem machen. Also du kannst dann auch so einen kleinen Block aus Code schreiben mit C-Sharp oder es gibt ganz viele .NET Extensions, die du installieren kannst. Und dann kannst du auch ganz normal Code schreiben und dann hast du das auf einmal dann hier als kleinen Block rum und kannst dir sozusagen dein Programm wieder zusammenklicken. Ja, das ist ja sehr visuell. Also von daher ganz anders als das, was ich bisher kenne. Und ich bin tatsächlich gar nicht so doll da drin, aber für mich wird es viel verständlicher. So auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja jetzt auch aus unserer Jugendtakt-Community Fragen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt auch an dem Punkt angelangt sind, der euch am meisten mit interessiert. Also schießt los über Zulip oder hier direkt auf Twitch. Und ich lese dann gern Johannes die Frage vor. Super spannend. Währenddessen klicke ich einfach nochmal so ein bisschen rum und zeige euch nochmal so ein paar Beispiele. Ja, das ist ziemlich abgefahren. Also so, genau, also das ist... Also so habe ich eigentlich auch angefangen, mit V4 zu arbeiten, muss ich sagen. Also ich habe halt einfach mir die ganzen Beispiele angeguckt und halt versucht zu verstehen, wie hat irgendjemand da das überhaupt hinbekommen. Und dann habe ich einfach angefangen, das so drum rumzuwursteln und die Sachen anzupassen und zu ändern. Also das war so mein Einstieg in diesen ganzen Bereich. So gucken, wie andere das gemacht haben und dann kaputt machen und selber neue Sachen draus bauen. So. Also wirklich so ein bisschen wie Lego eigentlich auch funktioniert. So, das ist ein ganz guter Vergleich, glaube ich. Ja, es erinnert mich auch so ein bisschen letztendlich daran, an das Projekt, was ihr im SUSE-Museum gemacht habt. Denn letztendlich ist es ja auch so ein Baustein, also so ein Baukastenprinzip. Ich habe die erste Frage von euch da draußen. Und zwar, gibt es zu V4 auch Tutorials, zum Beispiel bei YouTube oder so? Ja, gibt es. Das ist hier, wenn ihr V4 zum ersten Mal, also Gamma installiert, dann geht auch dieser Help-Browser hier auf. Und da seht ihr dann, hier seht ihr schon so Tutorial-Videos. Und wenn du dann hier draufklickst, dann öffnet sich schon mal das erste Video. Was heißt das? Wie heißt das in dem Fall? Ich glaube, das ist so die Introduction von V4. Und da hat sich, glaube ich, Jorek, einer der Entwickler, der hier auch in Berlin sitzt, glaube ich, mal die Zeit genommen, das halt irgendwie mal herzuleiten, eine Einführung zu geben. Auch teilweise wahrscheinlich wird auch erklärt, wie du es installierst oder wahrscheinlich in dem Fall hast du es schon installiert, aber wie so die ersten Schritte sind. Und
Rechner ist gerade hier so ein bisschen lahm, deswegen da habt ihr Jori kurz gehört wahrscheinlich. Ich mache hier mal den Ton aus. Genau, also das ist, und hier seht ihr auch schon, es gibt noch eine riesen Auswahl an weiteren Workshops. Seit so ein paar Wochen gibt es einen Herrn Nakata, Takuma Nakata, der ziemlich begeistert von V4 anscheinend ist und ganz viele Workshops online stellt, also kleine Episoden, wo er sich immer so ein Thema vornimmt und zum Beispiel mal zeigt, okay, wie kann man Sound visualisieren oder wie kann man mit einer 3D-Kamera vielleicht Sachen spannend erzählen oder anzeigen, also einer Kinect zum Beispiel oder so. Also auch zu der Frage, ja, es gibt Unmengen von YouTube-Videos und halt, wie gesagt, auch ganz viele Help-Patches, die oder Beispiele, die halt zeigen, wie manche Sachen funktionieren. Also das sind hier so meine Auswahl. Und mit jeder Extension, NuGet-Extension, die du halt installierst, hast du immer noch mehr Beispiele, noch mehr Einstiegsmöglichkeiten. So. Aber ja, es gibt auch YouTube-Videos, selbstverständlich. Das ist cool, weil das klingt so, dass man gar keine Angst vor dem Coden mehr haben muss, so ein bisschen. Also selbst für mich, wie gesagt, sieht es eigentlich ziemlich spannend aus. Wir wollten es euch zum Schluss erzählen, aber wir erzählen es euch jetzt schon. Ihr könnt am Samstag, am 15. August um 12 Uhr bei einem Workshop mitmachen, nämlich visuelles Programmieren mit V4 Gamma. Das wird ziemlich cool. Da wird euch der David was dazu erzählen und mit euch was Kleines programmieren. Und das wird, glaube ich, ziemlich spannend sein. Um 12 geht's los. Ihr könnt euch auf jeden Fall noch anmelden. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne. Ansonsten nochmal die Werbetrommel gerührt für Jugendhakt, visuelles Programmieren mit V4 und natürlich für alle anderen Jugendhakt-Events, insbesondere für unseren Hackathon in Halle. Da kommt nämlich ein Teil der Crew von Schnelle bunte Bilder sogar her. Unser Jugendhakt Event dort findet im September statt. Ihr könnt euch noch anmelden, auch für Hamburg könnt ihr noch euch anmelden. Und Johannes macht nebenbei sehr coole kleine Striche, beziehungsweise einen kleinen Strich, der hier lustig, fröhlich umher ist. Und genau, man sieht einfach, was er mit V4 alles machen kann. Das ist schon ziemlich cool. Was gibt es? Ich kenne mich so gar nicht, wie gesagt, so richtig aus damit. Gibt es eigentlich ein ähnliches Programm? Also habt ihr euch bewusst für V4 entschieden? Gibt es ein anderes Programm, was sozusagen viel kommerzieller ist, was nicht die ganzen Features hat wie V4? Oder ist eigentlich V4 das einzige Programm, was auf diese Art und Weise Programmieren von visuellen Dingen so leicht macht? Also es gibt auf jeden Fall noch andere Tools, was die einen oder anderen kennen, was vielleicht so ein größerer Bereich ist, hat so Engines für Games, also Unity und Unreal, die auch mit der Zeit dann irgendwann mal angefangen haben, auch dann auch mal das visuelle Programmieren zu entdecken. Und da gibt es dann auch so verschiedene Ansätze, um visuell so Sachen zusammenzubasteln und zusammenzustecken. Das ist, ich glaube, das ist schon so an manchen Stellen so ein bisschen vergleichbar. Was bei V4 so besonders ist, ist halt irgendwie, dass es irgendwie, man hat die Möglichkeit, das auch relativ high-level zu machen. Also, dass man sagt, okay, ich will wirklich nur sagen, ich will ein Rectangle haben und einen Renderer und dann klicke ich das zusammen und auf plupp geht auf einmal ein Fenster auf und hat dann irgendwie ein Viereck. Man kann aber auch relativ tief reingehen und nicht nur so einfache Logiken irgendwie programmieren, sondern sagen, okay, man kann eigentlich so alles wirklich zusammenklicken bis in der tiefsten Ebene. Also in jedem Node steckt eigentlich nochmal ein Node oder nochmal verschiedene Nodes, die dann irgendwie das Programm abbilden. Also ich würde sagen so, wenn man es so richtig nerdig machen will und so richtig auch in so C-Sharp auch so ein Background hat vielleicht sogar auch und richtig eintauchen will in so komplexe Geschichten, ist V4 auf jeden Fall erstmal, hat so für beide Welten was. Also sowohl das einfache Coden als auch das Komplexe. Ja, nichts gegen Nerds. Sind wichtig. Ja, ey, deswegen sage ich so, deswegen würde ich auch sagen, so V4 ist halt irgendwie echt so cool, weil es halt einfach so wirklich beide
weil sie ihn so abholt irgendwie. Du kannst halt irgendwie das total einfach irgendwie erstmal einen Einstieg haben, was bestimmt auch in dem Workshop dann Teil sein wird, dass man erstmal ein bisschen sich vertraut macht und erstmal versteht, okay, wie muss man die Sachen kombinieren und was sind Loops und Vorschleifen und solche Sachen. Und wenn man das irgendwie dann so ein bisschen verinnerlicht hat oder eh schon mitbringt, dann kann man auch ziemlich schnell dann irgendwie so richtig in die Innereien reingehen und sich mit Delegates rumschlagen und verrücktesten Async-Sachen. So. Also auch Sachen, in die ich selber persönlich noch gar nicht so richtig vorgedrungen bin. Also ich habe schon, man kann auch, was ich relativ viel gemacht habe, ist halt irgendwie so Shader schreiben, also alles, was auf der Grafikkarte läuft, so Flüssigkeitssimulationen, solche Sachen. Also es ist eigentlich so eine unbegrenzte Umgebung und je nachdem, ob du jetzt Lust hast, eher mit einem Arduino Sachen zu basteln oder eher Lust hast, irgendwie Musik zu visualisieren, gibt es eigentlich schon echt einen riesen Fundus an Beispielen, mit denen man da arbeiten kann. Also ja, also wenn immer jemand fragt, so was kann man vor vier machen, sage ich eigentlich immer so, das klingt jetzt so krass werbemäßig, aber ich sage immer alles. Also es gibt wirklich keine Grenze. So. Du musst halt einfach irgendwie dich da hinsetzen und wenn es den Node noch nicht gibt, der das kann, dann schreibst du ihn halt einfach selber. So. Ja, ist super. Da, und dann für alle, die interessiert sind, eben schreiben ihren eigenen Code-Node in V4 nächsten Samstag ab 12 und verändern damit vielleicht auch ein bisschen die Welt und verbessern sie vielleicht mit Visualisierung von Musik oder mit anderen Themen. Johannes, schnelle bunte Bilder macht ja eben nicht nur das Visualisieren von Musik, sondern wir haben jetzt noch so 5 Minuten maximal, wo du vielleicht noch kurz erzählen kannst, warum ihr eigentlich so viel auch oder in welchen Bereichen ihr auch viel mit Code die Welt verbessern macht. Magst du uns dazu noch mal kurz was erzählen? Ja, also gerne. Also wie ihr gesehen habt, so machen wir, oder wie ich auch schon erzählt habe, wir machen halt ganz viel für so kulturelle Sachen oder für die Wissenschaft. Also es macht einfach ziemlich viel Spaß, mit so Wissenschaftlern sich zusammensetzen oder Kuratorinnen und dann mit denen irgendwie mit denen zu reden und neue Sachen zu lernen. Also zum Beispiel über das Konrad-Zuse-Museum, über Zuse, wie so ein Computer funktioniert. Oder wir haben auch eine Installation gemacht fürs Wagner-Museum zum Beispiel, wo man erstmal sich mit dem Richard Wagner irgendwie auseinandergesetzt hat oder eine Ausstellung zum Thema Tanz. Also wir finden es halt ziemlich spannend, Sachen zu verstehen und zu lernen und die dann so zu übersetzen, sodass das auch jedermann irgendwie in einer Ausstellung vielleicht irgendwie begreift oder was Spannendes daraus mitnimmt. Und dafür, was ich jetzt schon ganz viel gezeigt habe oder was jetzt ja auch so ein bisschen Thema war, benutzen wir ganz viel halt Code, aber manchmal, wenn man sagen, okay, wir Code oder eine interaktive Sache braucht es dann da in dem Fall gar nicht, sondern vielleicht kann man das irgendwie auch mit vielleicht einer Illustration besser erzählen oder auch eine Animation, machen wir auch manchmal so kleine Erklärfilme oder auch so Datenvisualisierung und ich habe mal hier so ein Ding kurz mal spontan mal rausgekramt, das ist praktisch so ein, habt ihr immer so einen kleinen Überblick, das ist in einer anderen Präsentation gewesen, wo man so sieht, dass in welchen Bereichen wir dann auch arbeiten oder wie das auch mal aussehen kann. Also das kann dann mal so ein handanimierter, 3D gemodelter Schmetterling sein, der erklärt, warum es so wichtig ist, dass wir vielleicht weniger mal den Rasen mähen, damit es mehr Insekten gibt in der Welt und weniger Insekten sterben, was halt voll das Problem ist gerade. Oder das ist so ein Film, den wir entwickelt haben, zusammen mit jungen Helden, die sich für die aufklären über den Organspendeausweis und doch jeden ans Herz legen, dass jeder so einen Organspendeausweis haben sollte und warum das so wichtig ist. Oder ein Film über das Grundgesetz und über Gleichberechtigung. Oder auch mal ein Film, der in dem Fall dann auch was Programmiertes beinhaltet, nämlich das ist ein Projekt, das ist ein Dokumentarfilm, da geht es um Content Moderator von Facebook, Menschen, die ganze Zeit da sitzen und gucken, ob man das Bild freigeben kann oder nicht, bei Twitter oder bei Facebook oder bei Google oder ob es zensiert sein sollte. Und da wurden wir zum Beispiel angefragt, ob wir für diesen Film, für diesen Dokumentarfilm so Datenvisualisierungen erzeugen, die genau das zeigen, also wie Daten vielleicht in der Welt durch einen Tweet erzeugt werden, die vielleicht in die Luft steigen, also wir haben das ein bisschen abstrahiert, und dort vielleicht dann irgendwie hängen bleiben, weil irgendjemand sagt, nee, das geht jetzt nicht ins Netz, sondern es bleibt jetzt irgendwie vielleicht in einem Filter hängen, weil jemand sagt, nee, dieses Bild sollte vielleicht lieber zensiert werden. Genau, also
Ihr könnt ja mal vielleicht auf unsere Webseite irgendwie schauen, schnellebuntebilder.de. Da seht ihr noch ganz viele so Beispiele. Und im Kern muss man sagen, so, ja, unser Herz schlägt schon vor allem für Themen, die die Welt schon braucht und die Welt so irgendwie besser machen. Das kann man schon so sagen. Irgendwie die Sachen irgendwie Sachen erzählen oder erklären oder irgendwie einen Teil dazu beitragen, dass Sachen vielleicht ein bisschen besser funktionieren. So. Und ja, das ist so ein bisschen, wenn wir dann ja. Projekte anfangen kriegen, so ein bisschen unser Kompass für Entscheidungen, welche Projekte wir machen. Ja, das ist ziemlich cool, weil das heißt, dass es einfach noch sehr, sehr viele Dinge gibt, die es zu verbessern gilt und dass es aber auch jede Menge Lösungsansätze und Ideen dafür gibt und wo ganz cool Programmieren, Computer und Ähnliches miteinander da verbunden werden können, um so eine Lösungssätze anzuzeigen oder, wie du gesagt hast, dir vielleicht so ein bisschen mehr so ein Bewusstsein zu schaffen, wo ihr dann was mit animiert. Finde ich ziemlich cool. Finde ich schön, dass ihr heute dabei wart. Unsere Zeit ist auch fast abgelaufen. Ich habe tatsächlich aber jetzt noch eine fiese Frage, weil wir gerade schon vom Weltverbessern gesprochen haben. Gerade diese Lichtinstallationen, die du am Anfang gezeigt hast, bei der Elbphilharmonie in Hamburg. Ich kann mir vorstellen, da sind ja im Hintergrund ziemlich viele Glühbirnen angegangen und Generatoren. Da habt ihr wahrscheinlich schon die CO2-Bilanz von eurem Studio ganz schön nach oben gedrückt, oder? Wie geht ihr denn damit um? Ja, mit einem ziemlich großen, schlechten Gewissen. Und wir versuchen halt einfach, also das muss man auf jeden Fall so sagen, wenn man so im Bereich arbeitet wie wir, Mediendesigner und digitale Künstler, dann geht das schon schlecht ohne Strom und ohne Licht und irgendwie Elemente wie Rechner, gerade schnelle Rechner verbrauchen auch demzufolge auch mehr Strom. Das ist auf jeden Fall so ein Thema, was wir halt eigentlich so hier täglich diskutieren, wie man da irgendwie, welche Stellschrauben es gibt, um das so ein bisschen gerade zu rücken. Also wir arbeiten zum Beispiel jetzt gerade dran, dass wir halt an einer CO2-Kompensation, dass wir praktisch ausgleichen, jeden Rechner, der hier steht und läuft, dass wir das sozusagen kompensieren, indem wir halt, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also das ist so ein Thema, eine Stellschraube, an der wir arbeiten. Oder wir schauen zum Beispiel, wenn es irgendwie geht, dass wir halt lieber mit dem Zug fahren, anstatt dass wir irgendwie in den Flieger steigen, gerne auch mal in so einen Nachtzug, wenn es eine lange Strecke ist. Oder wir versuchen halt irgendwie auch dann immer, wenn wir die Museen beraten, mit welchen Beamern man das zum Beispiel machen sollte oder mit welcher Technik, versuchen wir natürlich irgendwie auch immer zu schauen, dass es halt irgendwie nachhaltige Geräte sind. Also heißt nicht das Billigste, was in einem halben Jahr vielleicht die Hufe hoch macht und dann irgendwie ausgetauscht werden muss und dann wieder ein neues Gerät gekauft werden muss, was dann wieder in einem halben Jahr kaputt geht, sondern dass wir auch da gucken, dass halt langlebige Technik eingesetzt wird, die möglichst nachhaltig und lange da läuft und vielleicht auch in der Nacht ausgeschaltet wird. Also es gibt so 1000 Stellschrauben, wir diskutieren da immer weiter und fände es auch total spannend, da auch nochmal Input zu kriegen, weil das ist irgendwie wirklich so ein kleines, leidiges Thema so. Es ist ein Riesenthema, muss man sagen, das ist das Thema unserer Zeit so. Und wir versuchen es natürlich einmal mit den Projekten, für die wir arbeiten, erstmal so ein bisschen gerade zu rücken, dass wir jetzt keinen Quatsch damit machen, keine total sinnfreien Sachen, sondern halt irgendwie Sachen zu erzählen, die anregen, dass da vielleicht sinnvolle Sachen in der Welt passieren. Und naja, und dann im Kern versuchen wir halt irgendwo an jeder kleinen Schraube zu drehen, um dass es alles ein bisschen weniger Energie verbrennt. So. Danke, Johannes. Schrauben drehen war eigentlich ein ganz cooles Stichwort auch für mich, denn hier allein schon sind 3 Scheinwerfer, deswegen ist mir auch so heiß, Kameras, mehrere Rechner um mich herum und auch natürlich bei Philipp drüben. Bei dir sind 2 Rechner, beziehungsweise 2 Desktops an. Bildschirme wollte ich sagen. Ihr seht, ich kann schon gar nicht mehr richtig denken. Und von daher würde ich auch langsam diesen Knopf ausdrehen. Johannes, ich danke dir vielmals, dass du dir heute Zeit genommen hast von Schnelle Bunte Bilder und uns gezeigt hast, wie Musik visualisierbar gemacht werden kann, wie dadurch ein Stück den Menschen was Gutes tut, die Musik nicht durch ihr Gehör erleben können, sondern ab jetzt in einigen Konzerten eben durch tolle bildliche Eindrücke. Vielen Dank, dass du da warst. Das Video hier wird, oder der Livestream wird natürlich auch nochmal online gestellt auf unserer Jugendtakt-Seite. Nochmal die herzliche Einladung, euch anzumelden für den V4-Workshop,
mit David am Samstag ab 12 geht's los und natürlich für die anderen Hackathon von Jugendhakt. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Ich glaube, ich werde jetzt hier gleich irgendwie zumindest meinen Kopf unter den Wasserhahn halten. Lasst es euch gut gehen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Community Talk. Tschüss, Johannes. Ciao. Ciao.